damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eldar zu einem neuen Part zu Pokémon Y mit dem Zwergenfürst. Ja, da wären wir also hier auf Route, ja, irgendwas, keine Ahnung, hier vor allem einem Felsenkreis oder einem Felsenviereck, um genau zu sein. Ja, hier ein paar Trainer, die nicht gegen uns kämpfen wollen. Und rohes Gras, wilden Pokémon. Ja, oha, was haben wir denn da? Ein wildes Team Rockets Rüpel, ein wildes Team Plasma Rüpel. Dich kenne ich doch, nur dass du es weißt, diese Steine haben es in sich. Ja, diese 3000 Jahre alten Trümmer sind nämlich, was sind sie denn eigentlich genau? Ach, vergiss das, einfach Auge um Auge, Fossil um Fossil. Ich nehme jetzt gepflegt Rache an dir. Okay. Team Flair Herausforderung. Eine Herausforderung von Team Flair Rüpel. Na dann. Hundoster wird von Rüpel Team Flair eingesetzt. Zwei hat er. Los, Erik. Erik gegen Hundoster. Das ist eine kluge Entscheidung vom Spiel. Nein, nicht bis. Was machst du denn, Erik? Was machst du? Was machst du? Aquaknarre sollst du einsetzen. Na komm, mach's alle. Ja, oh, so soll's aussehen. So sieht's aus. Ein neues Level für Erik. Level 24. Schutzschild. Nein, das sollst du nicht. Nein, nein, nein. Schutzschild nicht erlernen. So, dankeschön. Brauchen wir nicht. Wir kämpfen offensiv. Brauchen wir keine Schutzschildattacken. So, versuchen wir es mal mit Turbo Dreher. Erstauner. Oh, ich bin erstaunt. Ja, das hat relativ wenig gemacht. Da bin ich tatsächlich erstaunt. Da ich mir mehr erwartet. Na komm, Aquaknarre, das muss doch was bringen. Ja. Auch eher weniger. So, Biss. Ja, gegen Golbert ist der liebe Erik eher schlecht als recht. Verwirrt ist auch noch. Ach man. Zustände hier. Na komm. Einmal wirst du doch wohl einsetzen können. Oder? Zurückgeschreckt. Was denn? Gibt's doch nicht. Erik wurde von einem Golbat besiegt. Von einem Rüpel Team Flair Golbat. Ja, von einem Team Flair Golbat Rüpel Ding. Keine Ahnung. Irgend sowas in der Art. Na komm, Glut. Einfach. Einfacher Glut einsetzen, ganz leicht, einfach, muss kein Feuerschweif sein oder wie das heißt, Feuerwirbel, keine Nitro-Ladung, das wird schon reichen, müssen wir keine Energie empfinden mit Markus. So, Learech Level 17, Balgoras Level 23 und Team Flair-Rüppel besiegt, na endlich. Gepflegt verloren. Ich hab gepflegt verloren ist halb gewonnen. Hauptsache mein Anzug kriegt keine Falte. Zwergenfee gewinnt 1840 Pokémon Dollar und geht sich kräftig aus dem Kampf gegen Team Rocket Rüpel hervor. Hoppla, eine Niederlage. Jagt die nächste.
Man möchte glatt meinen, du seist kein gewöhnlicher Pokémon-Trainer. Oh, sein Telefon. Tja, tja. Roger, wird erledigt. Der Holodog ist schon ein toller Maschinchen. Mit dem Ding kann man sich ganz gepflegt die neuesten Anweisungen von oben besorgen. Der Erfinder des Holodogs war sicher selbst ein gepflegtes Individuum. Aber egal, ich mache jetzt erstmal ganz gepflegt die Flatter. Mach das und belästige mich nicht mehr. Jo. Oh nein, noch einer von der Sorte. Wo Erwachsene arbeiten, haben Knirpse wie du nichts verloren. Flair-Herausforderung, wieder zwei Pokémon. Ach Mensch. Eine Horde wilder Flairs. Eine Horde wilder Rüpel. Zwei Gina, also. Okay, versuchen wir es mal. Zermürben. Den Versuch ist es wert. Es war Level 19 gegen Level 23, wenn ich richtig gesehen habe. Ja. Oh, aber Zermürben bringt es. Ist auf jeden Fall nützlich. Sehr effektiv. So, Zermürben. Bart, mach's alle. Fritzelblitz besiegt. So. Und der nächste bitte. Papageno erreicht Level 23. Lee, Bunkel. Wir kämpfen weiter. Okay. Dann mal Zerrbürben. Na komm. Finte. Ja. Zerrbürben. Na komm. Was? Fällt auf Verhöhner ein. Ja. Gut. Man muss ja nicht auf alles hineinfallen, was der Gegner macht. Na komm, Zwergina, worauf wartest du noch? Zermürben. Das ist dem Ganzen ein Ende. Was? Nee. Geht noch nicht zu. Du musst noch mal zugeschlagen werden. Na komm. Zacke die Duster. Wer siegt? Geht doch. Warum nicht gleich? So, Team Flair besiegt. Na, Team Flair noch nicht, aber den Rüpel. Zwergenfliege mit 840 Pokémon-Dollar geht siegreich aus dem Kampf gegen den Team Flair-Rüpel. Muss ich kurz überlegen. Hervor. Ja, und weiter. Ein wildes Pokémon erscheint. Es ist ein Golbeat. Ah, okay. Was auch immer. Können wir uns fangen? Oder zermürbt es schon sofort? Keine Wirkung. Ja, okay. Ich bin mal so frei und werf gleich mal einen Ball. Ich habe versucht, das zu reimen. Hat nicht ganz geklappt. Na komm, ein Ball. Und kein 2. Ja. Komplett ungeschwächt ist das auch ein bisschen schwieriger. Ja, so dringend brauche ich das auch nicht im Team. Das Golbit. Das klingt fast nach Golbat, deshalb lassen wir es mal lieber. Okay, da ist noch ein Team Flair-Rüpel. Den würde ich gern übergehen, den würde ich gern auslassen. Vor sich in Zwierigkeit zu kämpfen, kann sich auch als schöne Urlaubserinnerungen entpuppen. Lail, ich kann nicht mehr reden. Ich krieg schon hier Stotteranfälle. Eine Herausforderung von Touristen. Alin oder ich weiß es nicht. Wie auch immer man die ausspricht. Ein Driftlon. Na, dich zermürbe ich doch gleich. Das dürfte doch nicht so schwer sein. Energiefokus. Alles klar. Hat keine Wirkung. Was? Ja. Das ist schlecht. Dann zerticken wir es. Keine Wirkung. Wie, was, wo, warum, wie, was, weshalb, wie, was. Was ist hier los?
Ja, Schlecker bringt's. Oh, klar. Bringt auch ordentlich Abzug. Hilfe, Zwergina ist schon fast besiegt. Aber Schlecker haut ordentlich rein. Mhm. Verdammt, das haut wirklich rein. Windstoß, da kommen wir jetzt durch. Ja, Zwergina hält einiges durch, ist aber paralysiert. Das ist nicht gut. Gegenstoß, auweih. Zwergina wurde besiegt. Sie hätte es noch schaffen können. Na los, Markus, ist eh schon angeschlagen, ist eh schon im Kampf gewesen. Kannst noch ein wenig weiter kämpfen. Ja, Glut reicht aus. Einmal Glut. Duft noch besiegt. So. Und weiter geht's. Im Kampf nicht gegen den Rüpel, sondern gegen eine Touristin. So. Hippototas. Wird weiter gekämpft. Sandsturm. Ach, die Schande. Wie wäre es mit Nitro-Ladung? Bringt das was? Hoffentlich. Na, verdammt. Vergräbt sich. Schau da. Nein. Verdammt. Verdammt mit zwei A's. Psy-Strahl vielleicht beim nächsten Mal. Schaufler. Au, Kacke. Markus besiegt. Besiegt, besiegt, besiegt. Puh. Papageno vielleicht. Mein Vogel-Pokémon. Blut. Er kann Blut. Na komm. Muss doch was bringen. Auweih. Eine schläfernde Attacke. Nicht sofort, aber in ein paar Zügen wirkt sie einschläfernd. Na komm! Attacke! Verbrennung, das ist gut. Papageno, bin gegriffen. Na komm! Hau rein! Oder auch so. Butter das besiegt durch eigene Verbrennung. Und der Vogel schläft in der Luft ein. Beim Fliegen. So, Pachisu. Wir versuchen mal da zu kämpfen. Vielleicht können wir ihn irgendwie wieder aufwecken. Dass er nicht abstürzt, der Vogel. Gegengift. Ja, das bringt es gerade nicht so sehr. Aber ja. Na komm, wach wieder auf. Papageno, aufwachen. Nichts da, hier wird nicht rumgehangen. Hier wird gekämpft. So, Glut, na komm, wach wieder auf. Verdammte Kacke. Ich brauch dich jetzt im Kampf. So, raus mit dir in den Kampf. Jetzt ist aufgewacht. Ja, jetzt, das heißt aufgewacht. Weiter kämpfen. Nacht ist vorbei. Aufstehen. Na dann, Schnabel. Halt den Schnabel, Prachisu. Jetzt bin ich dran. Schnabel. Das bringt eher weniger. Ja gut. Funkensprung. Oh wei. Okay, das geht noch. Glut. Ich versuche es halt mit Glut. Vielleicht ist das die Lösung. Glut. Naja. Hält sich stark, das Pachisu. Hochzuhieb. Nee, auch nicht wirklich. Glut. Na, Tackle wird es wohl nicht bringen. Vielleicht schaffen wir es trotzdem irgendwie. Ist ein Zierkampf, ich sehe es. Aber auch jeder zäheste Kampf lässt sich irgendwann besiegen. Na komm, mein Feuervogel. Glut. Na komm. Attacke. Wangenrubbler. Das ist der Attacke. Okay. Auch nicht schlecht, der Name. So, endlich Pachisu besiegt. Ein paar Erfahrungspunkte für das Team. Lea reicht Level 18. Sehr gut. Volljährig ist er.
vor Sehenswürdigkeiten zu verlieren, kann sich als lebenslanges Trauma entpuppen. Zwangfee gibt ein bisschen Geld und geht siegreich aus dem Kampf gegen die Touristen hervor. Oh, ich sehe noch die nächste Stadt. Jau. Hinda. Chrome Lakes, ja. Alles klar. Schnell mal ins Pokémon Center. Wir haben es nötig. Na komm. Attacke. Einmal das Pokémon-Team heilen. So. Team wieder geheilt. Und weiter geht's. So, die Steinstadt. Alles klar. Ein Quadrat. Was nichts bringt. Wenn nichts vorhanden ist. Oh, hier ein Item. Timerball. Ja. Und ich sehe da schon was, was ich nicht gerne sehe. Ein Team Flair-Rüpel. Hinein. Okay. Herzlich willkommen im Hotel Meeresschnee. Meeresschnee in Krumlixia, der Gesteinsstadt. Im Herzen Krumlixias. Alles klar. Und woher kommst du? Ach, aus Eskissia. Von so weit her. Dann freue ich mich umso mehr, dich hier bei uns begrüßen zu dürfen. Ein Käufer. Wiff, wiff. Und ihr so? Hallo, hallo. Dein Schnuck hat es mir auch angetan. Ich bin immer wieder froh, Leuten zu begegnen, denen die gleichen Punkte angefallen wie mir. Andererseits frage ich mich aber auch immer, was in den Köpfen von Leuten vorgehen mag, die anderen Pokémon mögen als ich. Tja, die Geschmäcker sind verschieden. Jeder hat so seinen Geschmack. Auch unser Pokémon kommt vor. Hier hängt doch bestimmt wieder der Typ ab. Nein, nicht der Typ. Ein anderer Typ. Schau mal, wie hervorragend ich mit Pokémon-Bällen umgehen kann. Sehr gut. So. Wo bist du? In Hotels erwarte ich dich doch immer wieder. Dich habe ich gesucht. Yo. Hey. So sieht man dich wieder. Wie läuft es aus? Du weißt ja, ich bin Mr. Miteinander. Und ich trage das Wort über die O-Kraft in die Welt hinaus. Ich frage dich besser mal. Nur zur Sicherheit soll ich dir die O-Kraft erklären. Ich glaube, den habe ich mal anders gesprochen. Aber ja. Die O-Kraft. Oh ja. Das ist eine mysteriöse Kraft, die man angewendet, diverse positive Effekte mit sich bringt. So kann sie beispielsweise deine Pokémon stärker machen oder dir mehr Geld verschaffen. Je nachdem, um welche Art der O-Kraft es sich handelt, lässt sie auch schon mal in der Nähe befindlicher Freundin etwas Gutes widerfahren. In diesem Sinne, empfange meine Kraft mehr miteinander. Mr. Miteinander hat dir seine O-Kraft zuteil werden lassen. Du kannst jetzt Initiative-Kraft Level 1 benutzen. Initiative-Kraft erhöht deinen Initiative-Wert. Denk daran, du kannst über das PSS auf die O-Kraft zugreifen. Und je mehr du sie einsetzt, umso mehr steigen die einzelnen Kräfte am Level an. Also setz am besten schön fleißig ein. In diesem Sinne, ich werde dann mal langsam verschwinden. Vielleicht trifft man sich ja irgendwo wieder. Einfach im Dunkeln. Ja, so sieht's aus. Haben wir den mal wieder getroffen. Ein Klassiker und Pokémon Y. Typ, den man immer nebenbei in irgendwelchen Hotels trifft. Die Hotel ist doch da. So. Team Flair, was machst du hier? Krumlixia, die Stadt der Steine. Okay, das ist too much information. So, eine Holzhaushütte. Haushütte, genau. Aus unerfindlichen Gründen entwickeln Pokémon sich nicht, solange sie einen Ewigstein tragen. Das ist jede Menge dieser Steine. Da ich jede Menge dieser Steine habe, werde ich dir auch einen abgeben. Wieso sollte ich einem Pokémon einen Ewigstein geben?
sei nicht, will man Pikachu als Pikachu behalten, aber ja. Wieso sollte ein Pokémon nicht entwickeln wollen? Das ist doch sehr, sehr kontraproduktiv. Obwohl irgendein Zusammenhang zwischen Pokémon und bestimmten Steinen besteht, denke mal darüber nach. Manche Pokémon entwickeln sich sogar, wenn man ihnen einen Feuer- oder Wasserstein zum Tragen gibt. Ja, gibt es bestimmt einen Zusammenhang. Die Geschichte dieser Gegend soll bis weit in Grauvorzeit reichen. Die Fremdenführerin, die im Hotel sein sollte, hat sicher noch allerlei Details dazu parat. Ich habe keine getroffen. Gerade im Hotel, in der Fremdenführerin habe ich dort nicht getroffen, denke ich. Du musst eine echt wette Bummlerin sein, wenn du extra wegen der Steine angereist bist. Ach, bin ich das? Extra wegen der Steine? Okay. Der Weg ist versperrt. Er wird gehalten von denen, die wandern. Und die Wanderer halten ihn. So viele Steine von dieser Größe, so sorgfältig aneinander zu reihen, ist schon beeindruckend. Die Leute vor 3000 Jahren konnten vielleicht keine Berge versetzen, aber dafür große Steine. Ja. Daraus ergibt sich nur eine Schlussfolgerung. Die Steine auf rote Zehen müssen bewusst so aufgeregt worden sein, dass sie direkt nach Chromlexa führen. Niemand der Einander von Redevira City stellt derzeit Nachforschungen zu den Steinen an. Aber noch weiß niemand so recht über sie Bescheid. Okay. Hier haben wir mehrere Hütten am Rand des Weges, des Zentrums. Hier können wir ein Foto schießen. Ein Andenkenfoto, den Kamera-Counts. Den rufen wir gleich mal ein Andenkensfoto machen, ein Änderungsfoto, ein Foto machen. Also gut, dann wollen wir mal was. Lass uns einen passenden Hintergrund finden und ein schönes Foto machen. Jo, ein hübsches Foto gemacht. So schaut's aus. Gut, das, was geworden ist. Möchtest du Trinkgeld geben? Jo, warum nicht? Ein Tausender, warum nicht? War ein hübsches Foto. Du bist das reinste Naturtalent. Hier wird nicht richtig fotogen. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ob er da verschiedene Sachen sagt. Wenn wir ihm nur ein Cent Trinkgeld geben, sagt er, ja, du bist eigentlich ganz passabel. Geht so. Bist nicht schlecht. Wenn wir ihm 1000 Pokédollar geben, dann sagt er so, du bist genial, fantastisch. Jetzt spitz mal deine Lauscher. Mit Hilfe der Steine auf Route 10 und eines riesigen Schatzes werden wir von Team Flair unser Ziel erreichen, wunschlos glücklich zu werden. Denn wer alle Macht auf Erden in seinen Händen hält, wird ganz gepflegt den Stein, den Sieg davon tragen. Ja, den Stein, genau. Den Stein davon tragen. So wird sein. Oh nein, der schon wieder. Hast du Team Flair gesehen, Zwangfee? Nö. Mach dir keine Sorgen. Ich war dem Rüpel von Team Flair dicht auf den Fersen und habe ihn von dort kommen sehen. Jedoch verstehe ich nicht, wo der Schuft jetzt bloß abgeblieben sein könnte. Da vorne geht es schließlich nicht weiter. Da wohnt mich jetzt schon etwas. Ich weiß doch, dass es da weitergeht, aber ja, jetzt halt noch nicht. Erst später. Man sieht doch schon die Tür. Da tümliche Steine. Man sieht die Tür hinter den Steinen versteckt. Ja, tu mal nicht so. So, hier einmal um den Kreis drum. Kreis an Steinen. Oh, ein Bauarbeiter. Nichts als Steine, sagst du. Was du tust. Das verstehst du falsch. Wir halten den Ort bewusst schlicht, um nicht zu stark von den Steinen abzulenken. Ah, okay. Verstehe. Und da sind wir im Zentrum. Die drei Steine im Mittelpunkt. Von diesen uralten Steinen heißt es, dass sie eine rätselhafte Kraft freisetzen. Ah, okay. Okay, in diese Häuser kommt man scheinbar nicht rein. Häuser ohne Türen. Auf der Seite haben sie keine Tür, auf der anderen Seite auch nicht. Ja, alles klar. Wie kommen die
Leute da raus aus ihren Häusern oder rein. Die 3000 Jahre wären der verzweifelte Suche eines Mannes nach einem Pokémon. Diese Geschichte ist mir zu Ohren gekommen, doch so recht glauben kann ich sie nicht. Ja, okay. Das einzige Haus, in das man reingehen kann. Und anderen, tja, ist der Zugang versperrt. Lucario! Lucario. Zwei Lucarios und die Sportlerin, der wir schon mal begegnet sind. Oh, du bist doch der Trainer von Route 5. Habe ich recht, sagte ich doch. Wir sind ja schon mal begegnet. Lucario! Ich habe den Eindruck, dass Lucario gerne gegen dein Pokémon-Team kämpfen würde. Sei so gut, tu ihm den Gefallen. Ja, Lucario mal zwei und sie gleichen sich wie ein Ei dem anderen. Du weißt aber schon, welches der beiden einen Narren an dir gefressen hat, oder? Nee, aber das werden wir bestimmt herausfinden. Zwei Pokémon, eine Herausforderung von einer Letter Conny. Lucario wird eingesetzt. Was für eine Überraschung. Ein Lucario. Los, Erik. Erik vs. Lucario. Na komm, Aquaknarre. Metallzerhund. Ui. Das bringt nur Spezialverteidigungssachen. Okay, das hat noch nicht so viel gebracht. Wie wär's mit Turbodreher? Bringt das etwas? Steigerungshieb. Auwei. Steigert sich bestimmt noch, oder? Steigerungshieb. Wer hätte es gedacht? Das ist nicht sehr effektiv. Biss. Schwertstanz. Sieht hübsch aus. Aber ja. Biss. Naja. Da war Aquaknarre schon das effektivste von allen. So. Ordentlich. Aquaknarre. Naja, so ordentlich ist das nicht. Ich glaube, wir sollten mal das Team-Pokémon wechseln. Wie wäre es mit Markus? Da können wir doch bestimmt was ausrichten. Na komm. So, Markus im Einsatz. Auwei. So viel zu, er kann was ausrichten. Oh, Schande. Nitro-Ladung. Na komm. Muss doch was wert sein. Und dann kommt noch ein zweites Lucario. Ups. Markus wurde besiegt. Schande. Zwei Gina. Vielleicht, die kann ein bisschen was aushalten. Die ist aushalterfähig, aushalterstark. Zermürben, das hat bisher Großes gemacht. Na komm. Lass es wirken. Zwei Gina wurde besiegt. Was? Vom Steigerungshieb. Ach du Schande. Dann doch lieber Erik wieder. Das ist zwar sehr zäh, aber dann kriegen wir es auch irgendwann hin. Irgendwann. In 10, 15 Jahren. Wenn wir 1000 Mark da reingesetzt haben. So viel Mark können wir es gar nicht einsetzen. Wir haben nur noch 22 AP. Oder so. Erik wurde besiegt. Papageno. Alles klar. Du bist dran. Dann versuch's doch mal mit Glut. Ich glaube, die walzt hier mein Team absolut dem Erdbogen gleich. Ja. Ich denke gerade daran, dass da gleich noch ein nächstes kommt. Wie soll man das nur schaffen? Auwei. Wieder eins von diesen Herausforderungen. Herausforderungen. Und wir müssen es dadurch bestehen, damit wir hier irgendwie durchkommen. Papageno erreicht Level 24. So. Lucario Nummer 2. Ja gut. War ja erst die Hälfte. Hilfe. Natürlich das jetzt auch noch besiegen. Mit meinen restlichen Pokémon, die noch weiter leben.
Ja, ich setze weiterhin Blut ein. Das halte ich für das Effektivste. Oder auch nicht. Papageno besiegt. Aber Verbrennung. Ja, das ist gut. Zumindest etwas. So. Dann Balgoras vielleicht. Dann bleibt mir dann nur noch Lea übrig. Ja, davor habe ich Angst. Lea gegen Lucario. Kann ja nicht wirklich was bringen. Bis jetzt so wirklich die einzige Attacke, die Balgoras zu bieten hätte, die hier was bringen würde. Naja. Verbrennung bringt noch was dazu. Ja, haben wir vielleicht auch reale Chancen. Einigermaßen. Verlegung. Ja, okay, das kriegen wir vielleicht hin. Wenn Verbrennung weiterhin wirkt. Könnten wir schaffen. Unter Umständen. Na komm. Metallsound. Ui. Die Spezialverteidigung. Biss. Nice. Okay, dann haben wir es doch noch hingekriegt. Zwei Lucarios besiegt. Die Trainerin besiegt. Die Roller Skates Dame. Balgoras erreicht Level 24. Nice. Lea erreicht Level 19. Auch nice. Ach, Arena-Leiterin besiegt. Nee, nicht, oder? Doch. Ist das der Arena-Leiterin? Ich weiß nicht. Hab gar mein legendäres Lucario-Duo. Konnte nichts gegen dich ausrichten. Zwingfee wird 80.000 Pokémon-Dollar. Geht siegreich gegen die Roller-Skater-Dame hervor. Oha, Lea entwickelt sich. Hoppla. Was entwickelt die sich denn? Da. Weiterentwicklung von Lea. Das weiß ich wirklich noch nicht. Ui. Na, das sieht doch nice aus. Glückwunsch, dein Lea wurde gerade zu einem Floett. Nice. Jetzt verstehe ich auch, warum Lucario dich so sehr mag. Sag mal, erinnerst du dich an mich? Wird Zeit, dass ich aufhöre. Ich bin die Arena-Leiterin von Yantara City. Die Stadt wartet jenseits der Höhle auf dich. Es ist nur ein Katzensprung. Also bis später dann, ja? Okay, sie ist eine Arena-Leiterin, die wir noch herausfordern müssen. Alles klärchen, Wunderbärchen. Dann gehe ich noch mein Team schnell heilen. Im Pokémon Center. Eine Entwicklung haben wir gerade erlebt. Alles klar. Dann geht's weiter hier. Auf Route 11. Alles klar. Ich würde aber mal schnell eine Aufnahmepause machen. Ich weiß nicht, wie lange dieser Part schon geht. Ich meine, wie lange ich hier schon aufnehme. Ob ich schon eine zweite Aufnahme bin, ja, reden kann ich auch nicht mehr, wird Zeit, dass ich Schluss mache. Ich mache eine kurze Aufnahmepause, da bin ich nach oben, sollte das Ende des Parts sein. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid, habt einen angenehmen fürstlichen Tag, man sieht sich in einem anderen Video oder im nächsten Part, Pokémon Y auf meinem Kanal. Bis dahin, ciao.